bist gar keine Fledermaus. Du wirst noch lernen, dass deine Emotionen eine Schwäche sind. Beim Kampf gegen das Verbrechen muss man sie beherrschen. Also, ich kann Angst haben und trotzdem verbrechen. Such dir mich. Liegt es an mir oder sieht Killer Croc irgendwie größer aus als vorher? Je größer er ist, umso tiefer wird er fallen. Danke. Bei der Vorstellung fühle ich mich direkt viel wohler. Schon wieder Flattermann und der Holzkopf. Ihr kriegt mich nicht. Das werden wir sehen, Killer Croc. Jetzt ereilt dich die Gerechtigkeit. Ja, dem stimme ich zu. Zum Glück habe ich hier unten ein paar Freunde. Schnappt sie! Robin, wir brauchen etwas, um ihn auszuschalten. Sieh dich mal um. Etwas, um ein Riesenkrokodil einzufangen? Ach, herrje! Komm her, du kleiner Nager! Wenn er verwundbar ist. Jetzt haben wir dich! Robin, nicht! Nein, du warst stolz auf dich. Das ist auch eine Emotion. Bei dem Job lernt man nie aus. Ich hab die Pläne der Kanalisation. Bentley und Slavin waren hier und ich konnte nicht mal Hallo sagen. Ich dachte, wir hätten einen straffen Zeitplan, Joker. Hey, ich habe uns aus Arkham Asylum befreit. Kann man es mir übel nehmen, dass ich mal die Abendluft genießen möchte? Stinkt etwas gewaltig.
Ich nicht stinken! Ich glaube, sie meint den Kanal, Bradley. Und bedarf der Macht eurer Ringe. Schätze, wir würden gern helfen. Aber daraus wird nichts. Wir müssen alle zusammenarbeiten. Hoffentlich kommt Green Lantern bald, damit ich meinen Ring benutzen kann. Es ist zwecklos, sich gegen Brainiac zu wehren. Zufriedenstellend! Auf zum Planeten Erde! Für die letzte noch fehlende Farbe! Sag, Cyborg, ist dieser Teleporter auch sicher? Total! Er bringt dich im Handumdrehen zum Wachturm! Warum? Hast du Angst? Nein, aber ich könnte auch mit Hilfe meines Ringes zum Wachturm fliegen. Wenn du nicht durchgehst, dann werde ich allen sagen, dass Green Lantern gelb ist. Willkommen, Green Lantern des Sektors 2814. Hattest du eine gute Reise? Oh ja, klar. Martian Manhunter? Sicher doch. Obwohl, ich lieber fliege. Die Akte, die Kronk gestohlen hat, war eine Karte der Kanalisation. Warum sollte er sowas stehlen? Master Bruce, wie wäre es mit einem Imbiss? Danke, Alfred. Wäre toll, wenn du es mir herbringen könntest. Master Bruce, wir haben oben viele Räumlichkeiten, in denen man komfortabel speisen kann. Hier unten bitte. Vielen Dank. Wow! Ein UFO fliegt auf die Erde zu! Andererseits, Alfred, essen wir doch lieber im Observatorium.
Oh!